Let's start again. Nippo ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast. Nein, der hässlichste ist dann doch eher Ronald McDonald oder Wumbo aus dem Heidepark. Kennt ihr Wumbo? Diesen komischen dicken Bären, der da immer so, hallo Kinder. Egal. Drogelbecher? Drogelbecher. Die Tür war fest verschlossen. Jut. Die Tür war fest verschlossen. Wie war die Tür? Die Tür war fest verschlossen. Eines Tages war ich sehr verdrossen, denn... Die Tür war fest verschlossen. Ich erklamm der Leiter Sprossen und... Die Tür war fest verschlossen. Den Tee habe ich wirklich sehr genossen, aber... Die Tür war fest verschlossen. So, jetzt reicht's aber. Nein, jetzt reicht's, komm. Ich kauf mir einen Zossen, weil... Die Tür war fest verschlossen. Ich hab jetzt die Ehre hier quasi... Suizid geht nicht? Nee, auch nicht. Naja, vielleicht den Rock noch ein bisschen kürzer schneiden? Nee, auch nicht. Tja, ich würde sagen, dann... Ja, was bleibt denn da noch? Außer dem lieben Dr. Marcel vielleicht das lustige Messer durch den Hinterkopf zu rammen. Ach, wir müssen doch wohl nicht etwa gegen die Armee der... gegen die Kartoffelarmee kämpfen. Die Deutschen greifen an, wie es aussieht. Und ich freue mich ganz besonders, meine Damen und Herren Genossen, denn... Die Tür war fest verschlossen. Alfpuppe, guck mal, hier eine Alfpuppe. Alfpuppe, Alfpuppe, ich will die Alfpuppe mitnehmen. Oder widersprechen. Oder weglegen. Oder... Die Gerüchte, dass sie die Gedärme ihrer Opfer um dornige Spieße wickeln, prallen von mir ab. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Hui! Stimmung! Kaffee, Pfeil in den Kaffee ist immer eine gute Idee. Nee, da war es wieder Kaffee. Was macht der Kaffee hier unten? Hier ist gar kein Kaffee, hier ist Lillys Rock. Ich sag dazu mal gar nichts. Boah, die nerven mich jetzt alle. Ich leg das Messer jetzt einfach weg und zwar in Dr. Marcels Kopf rein. Ihr Blick. Do not disturb, Schild. Bitte nicht stören, Schild. Na, da war Lilly doch ein Profi drin. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Wer ist Lilly? Wir werden ihn töten müssen. Töten. Töten. Mützokretzig. Das hört sich an wie eine Krankheit. Mützokretzig. Oh, ich komme halt später. Ich habe Mützokretzig. Ach Mensch, Ignaz, alte Gesichtsseuche. Jetzt wein doch nicht. Und jetzt sollte ich das. Ich hoffe, das geht euch nicht auf den Sack, wenn ich hier die ganze Zeit mache. Ah, das war jetzt Harvys neue Augen. Ich freue mich, dass ihr beim Let's Play dabei wart. Wir werden jetzt hier in dieser Zelle krepieren. Und naja, was soll's, hat ja Spaß gemacht, ne? Tschüss. So, jetzt gucken wir uns erstmal um. Sehr gut, Lilly. Gib's ihm. Das gilt für alle. Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert. Lilly tut dies, Lilly tut das. Check mal was. Ich bin doch nicht euer Beppo. Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Denn die Therapie ist der letzte Rotz. Komm erst mal selber klar, Appa. Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet. Oh doch. Aber die Moral von der Geschichte... Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Ach schön. Und die Stimme, ich kenne doch die Stimme, das war doch meine herzallerliebste Doris! Wie geil die Ignaz hier auch aussieht übrigens. Also geil jetzt nicht im Sinne von hocherotisch, höchstens wegen dem wehenden Röckchen. So, naja, egal. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken?
Tja, nun, die Oberin, die braucht einfach mal einen richtigen Liebhaber, so einen richtigen... Ich wollte jetzt Rammler sagen, aber ich sag mal lieber Karnickel. Also natürlich!